Oha. Okay. Das heißt, das Schild. Dahin. Außen war da, ne? Ja. So, was müssen wir schon mal Schild. Jetzt wollen wir noch die Karte haben. Was ja wirklich nicht wirklich schwer. Das ist natürlich jetzt auch nicht schwer. Weil es natürlich auch ein Kinderspiel, darf man nicht vergessen. So, da haben wir den nächsten Drachen. Rumänisches Langhorn. Die Hörner dieser Drachenart werden für Zaubertränke hochgeschätzt. Aus diesem Grund ist ihre Zahl in den letzten Jahren auch stark rückläufig. Sind wohl stark gefährdet. Müsste der sein, oder? Ich vertue mich ja jedes Mal. War mir unsicher, weil ich ebenfalls gemacht habe, dachte ich, es wäre genau das, was ich am Anfang dachte. Aber schon mal war es genauso. Gut. Habe ich alle. Sehr gut. Das heißt, mir fehlt nur noch ein Schild. Ich könnte dadurch alle Schilder bekommen. Das wäre gut. Das wäre so, wie ich es gerne hätte. Also einen Raum gibt es auch jedes Mal. Oh. Na komm. Also wenn man Kürbisse sammeln will, sind die Viecher genau das Richtige. Erschreckt mich nicht so. Okay, Frage ist jetzt, wo kriege ich mein Kaninchen her? Ich meine, dass sie so auf den Boden kommen. So ohne Vorwarnung. Ja, erstmal hier noch die Pastete. Aber ich will eigentlich einen Hasen haben. Ich glaube auch, dass ich eigentlich den Hasen. Na gut, ob ich mit dem Hasen hier hochkomme, ist natürlich auch fraglich. Trotzdem sammle ich die Sachen mal ein. Falls ich nicht mit dem Hasen hier hochkomme, sammle ich sie besser mal ein. Ich hoffe, von diesen ekligen Viechern kommt gleich keins zu mir. Dass Hermine abgemorchelt wird. Während ich gar nicht da bin. Runtergucken. Ist alles okay, gut. Zack, schon wieder 100 Bohnen mehr als eben. Es geht echt ruckzuck. Beim 2 hatten wir wesentlich weniger Bohnen, meine ich zumindest. Dann würde ich das Duell-Dings da unendlich viele bekommen können. Das war cool. Weil ich ja unbedingt alle Karten und so haben wollte. Was ja auch geklappt hat. Wir hatten am Ende, meine ich zumindest, alle Karten. Und da konnten auch die 11 geheimen Karten sammeln. Wenn ihr es nicht kennt, die 11 goldenen Karten aus Teil 2. Schaut euch einfach den letzten Teil von meinem Let's Play zu Teil 2 an. Okay. So, jetzt habe ich gesehen, irgendwo war hier eine geheime Wand. War das die hier schon? Das kann sein. Das habe ich gesehen während des Fliegens. Sehr cool gewesen, dass ich es da gesehen habe. Weil sonst hätte ich es nicht gesehen. Und jetzt ist es jetzt nicht geöffnet hier. Okay. War das schon alles? Gab es sonst keine Eingänge? Sehr schön. Und noch ein Drache. Und der letzte war das sogar. Norwegischer Stachelbuckel. Den Stachelbuckeldrachen gibt es heute nur noch selten. Er greift die meisten Arten von Landsäugetieren an. Ah, okay. Cool, haben wir alle davon. Erste Kategorie, die wir voll haben, oder? Die Riesen haben wir auch schon voll. Okay.
Nee, nee, nee. Mist. War das der letzte jetzt? Habe ich alle 10? Alle 10 Aufgabenschilde gesammelt. Ja. Ich komme in den Bohnenbonusraum. Fantastisch. Ach, der Bohnenbonusraum, da kennen wir auch das letzte Mal. Wow. Oh Jut. Das hier ist der Bohnenbonusraum? Genau, Hermine. Sammle so viele Bohnen, wie du kannst, bevor die Zeit abläuft. Elastor! Okay. Cool. Ich kann gar nicht aufmachen, die Truhe. Schweinerei. Krass, wie viel Bohnen es hier gibt, ey. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Na, natürlich für den Pasteten und so weiter gibt es auch wieder mehr. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich krieg zwar nicht alles, aber... unheimlich viel. Ob es hier in die Ecke noch was Interessantes gibt. Ich hoffe, es gibt hier keine Karten, die ich jetzt verpasse. Ja. Schön. Gerade überlege, ob ich die Tür kann oder. Durch die bin ich hereingekommen. Also eher nicht. Ich bekomme sogar so ziemlich alle Bohnen, würde ich mal behaupten. Stress mich nicht. Jo. Das waren viele Bohnen, die ich gesammelt habe. Nice. Hermine, da bist du. Wie war's? Klasse. Ich kann jetzt Gegenstände in Drachen verwandeln. Du meinst die fliegende, brüllende, Dörfer abfackelnde Art von Drachen? Nein. Es ist nur ein sehr kleiner verwandelter Drache. Aber immerhin. Oh, schade. Du kannst die Aufgabe erneut lösen, wenn du möchtest, Hermine. Oder wir versuchen es später nochmal. Leider wird der Dialog ein bisschen überschnitten, weil wahrscheinlich sind die Englisch ein bisschen kürzer als die Deutsch. Ja. Aber egal, passt. Wir müssen ja eigentlich stehen, dass ich die komplett gemacht habe. Genau, da fehlte mir eins. Ich erinnere mich, es war mit Ron, glaube ich. Oh. Der nächste Morgen war recht stürmisch. Oh, Quidditch. Harry freute sich aber schon auf das erste Quidditch-Spiel der Saison. Ich wollte eigentlich speichern. Ja, jetzt muss ich wohl Quidditch spielen. Ich selber mache gerade noch gar nichts. Er spielte ausgezeichnet. Bis plötzlich. Das sollen Dementoren sein, ist ja schlecht. Dementoren! Harry verletzte sich bei diesem Sturz nicht. Er entschied sich aber, sich seiner Angst vor Dementoren zu stellen. Professor Lupin bot ihm an, ihm Unterricht gegen die Dementoren zu geben. Er fragte Lupin nach Sirius Black, dem Mann, der der beste Freund seines Vaters gewesen war und James und Lily an Voldemort verraten hatte. Der Professor schien sich nur ungern darüber zu unterhalten. Wir sollten mit deinem Unterricht gegen Dementoren fortfahren, Harry.
Natürlich können wir keinen echten Dementor ins Schloss holen, also improvisieren wir mit einem Irrwicht. Der Irrwicht verwandelt sich in das, wovor man am meisten Angst hat, also in deinem Fall ein Dementor, Harry. Zuerst üben wir an einem Ziel. Richte deinen Zauberstab auf das Ziel, halte dann die linke Maustaste gedrückt, um die Kraft des Zaubers aufzubauen. Du siehst einen Ring aus Licht deinen Arm hochsteigen. Für einen perfekten Zauber musst du ihn in dem Moment wirken, in dem der Ring über deinen Zauberstab läuft. Versuch es. Die Zauberformel lautet Expecto Patronum. Okay. Okay. Expecto Patronum! Was ist das? Ups, das war nicht so gut. Okay. Expecto Patronum! Ne, das war nicht so gut. Expecto Patronum! Na? Man muss ja üben, ne? Ist ja zum Lernen da. Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Über dem Zauberstab. Expecto Patronum! Expecto Patronum! Immer noch nicht. Hm. Expecto Patronum! Muss denn jetzt genau sein? Wenn ich zu lange warte, hört's auf. Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Egal wo ich aufhöre, ist es immer nicht gut. Expecto Patronum! Hallo? Will nicht. Dann bin ich jetzt gerade zu blöd. Expecto Patronum. Na komm schon. Bin ich mittlerweile irgendwie jedes. Vielleicht. Ne, der will einfach nicht. Ich bin mir gerade unsicher, wo ich ziehen muss, ob ich da oben hinziehen muss. Expecto Patronum! Expecto Patronum! Das schießt aber ein bisschen zu hoch, ne? Expecto Patronum! Vielleicht. Aber er zählt immer da hoch. Expecto Patronum! Okay, komm, wir stellen uns mal hier vorne hin. Ziehen ganz genau drauf. Wo will er das denn haben? Expecto Patronum! 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 Ich muss hier mal kurz im Internet nachgucken, weil das ist jetzt gerade so doof. Ich sag mal bis gleich. Okay, neuer Versuch. Diesmal leuchtet da auch was. Das war, glaube ich, da nicht mehr so. Ah, diesmal klappt's. Noch zwei und du kannst weitermachen. Genau so, Harry. Nur noch einmal. Ah, haben wir wieder einen kleinen Bug. Fantastisch. Drei perfekte Zauber, Harry. Du bist bereit für die nächste Stufe des Unterrichts. Erkunde die Räume in der Umgebung und sei bereit für den Patronus-Zauber auf einen Irrwicht. Gut, aber wir machen jetzt hier erstmal Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.